Oral History, mündlich überlieferte Geschichte. Festgehalten ist sie in einem Wandgemälde in der Dom Pedro-Unterführung. Es spiegelt die kuriosen und spannenden Erinnerungen der Bewohner Nymphenburg-Neuhausens wider. Ebenso wie eigene Erlebnisse des Künstlers Martin Blumöhr. Oder, um im Bild zu bleiben, Geschichten hinter der Fassade. Wo ich immer beim Fahrradfahren hier auf dem Weg in den Tunnel vorbeigefahren bin, eben gesehen hier die Stelen für die Opfer im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und da ist eben bei einer hat ein unbekannter Arsch, sage ich jetzt einfach mal, mit dem Feuerzeug gezündelt und ihm ins Gesicht angefangen, ein Hakenkreuz hineinzubrennen. Und das hat mich wahnsinnig bewegt und aufgewühlt. Und dann ist eben entstanden, diese Idee, diese Stelen zu malen. Und ich habe eine Totenhand, eine Skeletthand gemalt, die quasi mit dem Feuerzeug da aus den Trümmern der zerstörten Kriegsstadt München quasi immer noch ewig zündelt und immer wieder leider dieses ewige Feuer entfacht. Lässt man den Blick weiterschweifen, findet man dort auch die Geschichte eines alten, betagten Mannes. Er ist wirklich in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, ich habe da meine schlimmsten Momente erlebt hier in Neuhausen an der Maximilian-II-Kaserne. Da gab es eine große Wand, wo draufgeschrieben war, welche Menschen gefallen waren im Krieg und der auch Familienmitglieder auf dieser Tafel entdeckt hat. Ist eben eine sehr bewegende Position, denke ich, weil man sich doch, glaube ich, den Schrecken dadurch halt schön habhaft machen kann, ohne wirklich diese Form des Krieges mit Bum, Bum, Bum und Peng darzustellen. Martin Blumöhr will an Schlimmes erinnern, wie die Zerstörung durch den Krieg oder die Unterdrückung durch die Nazis, aber auch Schönes feiern, wie zum Beispiel das Tollwood, das hier zum Viertel gehört, genauso wie der Zirkus Krone. Und so ist es ein unglaublich lebendiges Werk, in dem man wirklich spazieren kann. Man kann nicht nur durch den Tunnel gehen, man kann auch in die Geschichte des Viertels zurückwandern. Wie zum Beispiel in die Geschichte des Münchner Waisenhauses, dem Martin Blumöhr in seiner Kunst etwas Neues, Positives abbringen möchte. Vorne ist ein Junge, der eben im Sinne der Street Art, deswegen habe ich das ein bisschen in Schablonenmalerei gewandelt, der taucht seine Farbe in eine große Dose ein. Das ist ein Zitat an Shepard Fury, einen ganz berühmten Street Art Künstler. Hope based policy und color it all, also für positiv an die Sachen rangehen. Street Art, Wandmalerei, Graffiti, all das gab es schon in den 60er Jahren. Egal wann, egal wo, egal wer. Der Straßenkunst wohnt immer ein und dasselbe Motiv inne. Politischer Protest gegen Missstände, Kritik an der Eintönigkeit, an der Monotonie, an der Langeweile der Neubauviertel. Wir werden erinnert an die Olympiabauten mit dem Zeltdach. Wir sehen aber auch das Schloss Nymphenburg, das dieses Viertel geprägt hat wie sonst nichts anderes. Was man jetzt hier sieht, ist halt dann quasi auch der Gedankengang, dass man dieses Schloss mit zwei Perspektiven sieht. Auf der einen Seite ist es dieses gewogene, das schöne, gediegene, wunderbare Schloss Nymphenburg. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein fieser Blick darauf, weil man schon auch darüber nachdenkt, hey, in dieser Zeit, wo der Prinzregent sich das hingebaut hat, sind in München unglaublich viele Menschen wörtlich wirklich am Hungertuch haben die genagt und sind daran verreckt. Und das ist schon diese Ambivalenz, die ich immer sehe, wenn ich solche großen, tollen Prachtbauten sehe. Das finde ich faszinierend, wie hier die Geschichte der letzten Jahrzehnte und kurz sogar der letzten Jahrhunderte zusammengefasst wird, mit vielen nur mündlich überlieferten Gestalten. Also ich male ja assoziativ, frei aus dem Kopf heraus, und es geht mir ganz stark darum, eben Bezug zu nehmen in meiner Kunst. Nicht einen hermetischen Raum darzustellen, was in Kunst oft ist, ja, dieses sich abschließen, abschotten, so ein bisschen von oben herab den Betrachter zu sehen. Und da gibt es ja eben den Joseph Beuys, der quasi gesagt, ja, ich möchte, dass die Leute, auch alle anderen, angestiftet werden, einen Pinsel in die Hand zu nehmen, irgendwelche Ausdrucksformen zu finden. Bei mir ist es die Malerei, und ich möchte eben immer auch diesen Dialog aufnehmen. Mit seiner Malerei will Martin Blumöhr zum Nachdenken anregen. Nicht umsonst heißt seine Straßenkunstserie Public Viewing.